Herzlich willkommen an alle K-System und OpenK-Freunde da draußen zu einem weiteren Video über meine Tutorial-Serie Steuerung des OpenK-Systems mit IK. Schön, dass ihr dieses Video wieder angeklickt habt. Bisher haben wir ja eigentlich so Grundlagen gemacht und haben gesagt, ja, da haben wir unser Straßenbild, da kommen die Sensoren hin, etc. pp. Wir haben die Autos eingemessen, alles wunderbar. Worüber wir uns jetzt aber noch gar keine Gedanken gemacht haben, ist, ja, wie steuern wir eigentlich unsere Fahrzeuge, dass die in gewisse Fahrstreifen oder Blöcke nicht rein dürfen. Ich denke, ich sage euch da nichts Neues, denn jeder wird auf seiner Anlage irgendwo ein paar Straßen haben, wo eben nicht alle Fahrzeuge rein dürfen. Ja, beispielsweise eine schmale Gasse, da darf halt mal kein Sattelschlepper oder kein großer LKW rein, weil da eben nur kleine Fahrzeuge reinpassen und so weiter. Ne? Und genau das möchte ich euch heute zeigen, wie wir das mit IK hinkriegen, wie wir IK sagen können, ja, aber pass auf, in die und die Straße dürfen nur die und die Fahrzeuge rein. Und dann würde ich auch sagen, legen wir doch gleich wieder los. Hierzu habe ich ja mal wieder unser Tutorial-Projekt geöffnet in IK, so wie wir es eigentlich kennen und das letzte Mal auch verlassen haben. Und jetzt habe ich mir einfach überlegt, dass wir sagen, okay, in diese kleine Straße hier, also in die hier, ja, in die darf jetzt zum Beispiel hier mein Econic nicht mehr rein. In die darf jetzt nur noch mein Unimog rein. Und jetzt kommt schon was sehr, sehr Spezielles bei IK. Das habe ich bisher so bei noch keinem Steuerungsprogramm gesehen. Denn wenn wir einfach mal hierher gehen und sagen zum Beispiel, gehen in unseren Fahrspuren-Editor und wollen jetzt hier, sage ich mal, bei Block 2 hinterlegen, dass da eben nicht alle Fahrzeuge rein dürfen, ja, dann suchen wir das hier vergebens. Ja. Ich kann alles Mögliche hier eintragen, aber ich kann hier keine Fahrzeuge eintragen, beziehungsweise kann hier auch keine Fahrzeuggruppen eintragen. Ja, das geht hier nicht. Sondern bei IK müssen wir da wirklich in die Autoverwaltung oder halt da wo wir uns in den Autoeditor rein. Und hier haben wir ja hier oben unsere ganzen Reiter, unsere ganzen und verschiedenen Themenreiter, wo wir auch die Autorouten aktivieren und so weiter. Und hier gibt es einen weiteren Reiter, der nennt sich Erlaubnis. Und in dem Reiter Erlaubnis können wir jetzt quasi definieren, in welche Blöcke unser Fahrzeug nicht rein darf oder in welche Blöcke unser Fahrzeug nur rein darf. Ja, das kommt nämlich darauf an, was ihr hier oben auswählt. Wenn ihr die Standardauswahl verwendet, zum Beispiel keine Erlaubnis zu, ja, dann sind quasi alle Blöcke, die hier nicht in der Liste drinstehen, in all diese Blöcke darf euer Fahrzeug rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass mein Econic nicht in den Fahrstreifen Block 2 reinfährt, ja, dann muss ich das Ganze so machen, dann sage ich hier oben keine Erlaubnis zu, klicke hier unten auf Anhängen. Jetzt steht natürlich da schon der Block 2 drin. Das ist jetzt wieder klasse. Ne? Das ist dann der typische Vorführeffekt, weil der als erstes hier oben drin steht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Block möchte, dann muss ich hier unten einfach den Block umstellen. In dem Fall passt jetzt mein Block 2. Und jetzt ist es so, wenn ich diesen Eintrag auswähle, kein Erlaubnis zu, dann bedeutet das immer, mein Fahrzeug darf in alle Fahrstreifen reinfahren, außer die, die hier in der Liste stehen. Anders ist es wiederum, wenn ich sage, nur Erlaubnis zu. Ja, wenn ich jetzt nur Erlaubnis zu eingebe, dann bedeutet das, er darf nur in die Fahrstreifen reinfahren, die hier in der Liste stehen. Ja, das müsst ihr euch halt merken, beziehungsweise das müsst ihr halt berücksichtigen. Ich bleibe jetzt bei keine Erlaubnis zu und lasse hier einfach mal meinen Block 2 drinstehen. Dann klicke ich auf Übernehmen, mache das Ganze wieder zu und jetzt nehmen wir da mal den Unimog kurz raus. Entfernen, so, dass mein
mein Fahrstreifen wieder leer ist. Und jetzt könnte man ja denken, ja, okay, wenn ich jetzt meinen Econic hier nehme, dann darf ich den eigentlich hier gar nicht mehr in den Block lassen. Oder besser gesagt, dann dürfte eigentlich EIKA mein Fahrzeug jetzt gar nicht mehr hier reinsetzen, wenn ich es hier reinziehe, weil ich habe ja eben gesagt, es darf hier nicht rein in den Block. Dem ist nicht so. Das hat mich wirklich ein bisschen gewundert, als ich das Ganze mal ausprobiert habe. Denn obwohl ich ja eigentlich jetzt EIKA gesagt habe, in den Fahrstreifen darf mein Fahrzeug nicht mehr rein, lässt EIKA es zu, das Fahrzeug hier reinzusetzen, wenn ich es händisch hier reinziehe. Aber was definitiv dann nicht mehr geht, und das zeige ich euch jetzt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Fahrzeug von hier aus starte und ich habe jetzt hier einfach mal meine Route, Route 2 drin. Die Route 2 bedeutet ja nichts anderes wie einmal eine Kreisfahrt hier rum oder mehrmals eine Kreisfahrt hier rum. Und jetzt starte ich einfach mal mein Fahrzeug aus dem Block, wo es eigentlich gar nicht rein darf, oder aus dem Fahrstreifen. Und wir sehen, das Fahrzeug fährt ganz normal los, aber jetzt werdet ihr gleich sehen, es hält hier vorne dran an. Ja? EIKA hält mein Fahrzeug jetzt hier vorne dran an und sagt quasi, ja, schön, was soll ich denn jetzt machen? Meine Route sagt ja aus, fahr hier rein, aber das Auto darf hier gar nicht rein. Ja? Deshalb hält es da vorne dran an, weil es nicht weiß, was es machen soll. Stopp das Ganze jetzt mal und jetzt gehen wir einfach mal her und sagen zum Beispiel, dass das Fahrzeug nur die Route 1 fahren soll. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das darüber starten kann. Ja, doch, das müsste gehen. Das müsste ja kapieren. Genau, so, und jetzt seht ihr, jetzt bin ich wieder auf der Route 1 und jetzt fährt mein Fahrzeug ohne Probleme, zieht es seine Runden. Ja? So, das Ganze halte ich jetzt auch mal wieder an. Im Umkehrschluss kann ich jetzt auch zum Beispiel hier auf keine Route umstellen und kann mein Fahrzeug fahren lassen. Und ihr seht, oder ihr werdet jetzt sehen, der EIKA wird das Auto nur auf der äußeren Route entlang fahren lassen. Um euch das Ganze auch noch besser zu verdeutlichen, ja gut, jetzt hat er natürlich hier die Abstandssteuerung. Die mache ich natürlich jetzt mal hier aus. So. Ihr seht, er fährt jetzt nur noch hier außen rum und parallel lasse ich jetzt einfach mal meinen Unimog, auch mit keiner Route, auch einfach mal fahren. Achso, ja, den sollte man natürlich noch hier reinsetzen, dass er auch weiß, wo der ist, der PC. So. Ihr seht, zum Beispiel jetzt fährt mein Unimog hier rein und mein Econic fährt außen rum. Ja? Ja, er macht es jetzt vielleicht ein bisschen einfach, weil er immer innen rum fährt. Ah, eben lässt er mal den Unimog außen rum. Schön. Also ihr seht, so einfach funktioniert das Ganze.
Im Prinzip ist das wirklich ganz einfach, wenn man weiß, wo man das Ganze eintragen muss. Ich meine, gut, bei so einem kleinen Kreis ist es natürlich jetzt wirklich keine Kunst, ja, das Ganze hier einzutragen. Interessant wird es natürlich dann, wenn man natürlich ein größeres Straßennetz hat. Ja, da werden dann die Listen mit Sicherheit ein bisschen länger. Und was ich euch auch unbedingt noch mit auf den Weg geben möchte, ist Folgendes. Wenn ihr jetzt ein Fahrzeug habt, wo ihr hier eine ganze Litanei an Blöcke eingetragen habt, ja, weil ich gehe davon aus, die wenigsten werden da bloß einen Block später drinstehen haben. Ja, da werden mit Sicherheit 10, 12, 13 Blöcke später drinstehen. Interessant wird es jetzt natürlich dann, wenn wir ein neues Fahrzeug anlegen. Ja, ein neues Fahrzeug haben, das wir hier anlegen möchten, dann hat man vielleicht ein Fahrzeug, das so ähnlich ist wie das, was man jetzt neu anlegen will. Ja, dann muss man natürlich hier aufpassen. Wenn ich hier einfach nur auf Neu anlegen klicke, dann muss ich natürlich diese ganzen Eintragungen für das Fahrzeug wieder manuell machen. Ja. Deshalb kann ich euch dann nur empfehlen, anstatt das Fahrzeug neu anzulegen, sucht euch aus eurer Fahrzeugliste, ja, das Fahrzeug raus, das ihr schon habt, und klickt einfach auf Kopieren. Ja. Dann wird jetzt hier zum Beispiel jetzt eine Econic 2 angelegt. Ich übernehme das jetzt einfach mal. Und da wird dann auch diese ganze Liste mit übernommen. Ja? Also das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr dann quasi ein neues Fahrzeug anlegt. Sucht euch ein ähnliches Fahrzeug aus und tut es einfach kopieren. Ja? Anstelle, dass ihr quasi die ganzen Daten neu anlegen müsst oder anlegt. So, das lösche ich wieder raus, weil das hier jetzt halt Schwachsinn ist. So. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Sollte es irgendwo noch eine Eintragungsmöglichkeit geben, ja, wo man sonst noch die Fahrzeuge hinterlegen kann, die in einen gewissen Block nicht rein sollen etc. pp., dann seid so gut, schreibt mir es bitte in die Kommentare. Ich habe bis jetzt alles durchgesucht, habe schon mehrmals die Anleitung durchgelesen. Ich habe keine andere Möglichkeit gefunden. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.